Guten Tag, liebe zahlreich erschienenen Teilnehmer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Trading hier bei FX Flat mit Thorsten Helbig. Mein Name ist nicht Nelson Cardoso Neto, sondern Dirk Hilger. Hallo Thorsten. Was ist hier los? Wir haben es geschafft, ihn zu verblüffen. Das war die einzige Aufgabe. Nur deswegen bin ich heute nach Ratingen gefahren, lieber Thorsten. Komm, du hast jetzt einmal groß geguckt, ne? Ich habe ihm gedacht, Scheiße, was haben Sie dem Nelson in den Tee getan? Das kann nicht legal sein, was Sie ihm in Tee getan haben, aber das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Wenn du da bist, ist das auch nicht legal, was er im Tee hat. Nee, ganz sicher nicht. Darf ich jetzt noch den Risikohinweis vorlesen? In dem gleichen Tempo dann auch. Also an der Stelle, ganz wichtig, komme ich natürlich aber auch meiner Aufgabe nahe. Ich weise hier auf das Risiko hin, CFDs. Ich lese das aber nicht komplett vor. Ich denke, das sieht da jeder, beziehungsweise kann ja auch jeder nochmal nachlesen. Und hier geht es nicht um Handelsempfehlungen, sondern lediglich um die Einschätzung von Thorsten Helbig. Und die ab und zu ja auch mal stimmen. Und aber nichtsdestotrotz, auch wenn sie ab und zu mal stimmen, sollte man nicht unbedingt nachhandeln, was der Thorsten hier vorhandelt. Das ist so im Großen und Ganzen das, was hier drin steht. Also genau zuhören, vor allen Dingen auf die Anekdoten, die er zu bieten hat, weil die birgen natürlich ein besonders hohes Risiko, dass man denen halt in irgendeiner Form erliegen ist und dann halt auch nicht mehr zuhören kann. Ja, das zum Risikohinweis. Und wie gesagt, im Detail darf das jeder nochmal gerne selber nachlesen, so wie es hier auf der Seite steht. Sorry, ich muss gerade selber lachen, tut mir leid. Habt ihr da draußen alle die gleichen Tonprobleme wie ich oder bin ich damit jetzt alleine? Du bist ganz alleine mit deinen Problemen, das weißt du doch, Thorsten. Ja, ihr seid ein paar. Ja, super. Echt. So, Thorsten, also ich übergebe das hiermit an dich. Ja, Du hast gerne super. das erste Wort, das letzte vermutlich sowieso. Und ich wünsche dir und deinen Teilnehmern ganz viel Spaß heute beim Webinar. Ja, danke für das Späßchen. Ist gelungen. Jungs und Mädels, So, tschüss, das viel Spaß, ist, ne? ja genau, danke. Okay, wir machen jetzt mal nichts weiter als uns um, erstmal Moin von meiner Seite. Schön, dass der Dirk mich so verarscht hat. Darf ich das überhaupt sagen oder ist das jetzt auch schon Jetzt hast du es schon gesagt. verhinterteilt? ist aber gelungen. Am Anfang habe ich echt gedacht, Nelson hat ein Problem oder hat einen auf den Keks, auf die Nuss gekriegt, weil wir, weiß nicht, weil er vielleicht zu viel durchgehen lässt oder so. Okay, ich habe das jetzt verstanden. Aber es gibt ein schönes Sprichwort: Die Erde ist rund, es kommt alles zurück. Und ich werde mich ja nächste Woche bei den Elefanten rumtreiben und ich werde mir mit Sicherheit von einem von den Tierchen ein Gehirn leihen. Das vergesse ich nie. So. Ja, jetzt ist es ja ein bisschen schwierig, aus zweierlei Hinsicht. Erstens werde ich mich jetzt wahrscheinlich gleich erstmal auf den Euro konzentrieren und mich auf den Euro stürzen. Das zweite ist, dass die DAX-Nummer heute Morgen genauso gelaufen ist, wie sie laufen sollte. Allerdings hat sie unten einen sehr schönen Fake hingelegt. Ich ziehe hier mal da unten. Was geholfen hat für ein Teil der Position. Was hatten wir heute Morgen gesagt? Wo soll oder wo muss der DAX hin, damit wir ein sauberes Short-Setup kriegen? Damit wir ganz entspannt aufstocken können. Was war die Mindestanforderung? Nicht die von Dirk, sondern meine. Sehr schön. Genau, wir haben gesagt, wir brauchen Minimum unter dieser Linie einen Stundenschlusskurs,
besser sogar unter diesem Tief. Und dieses Tief haben wir sogar ein Stück erweitert, dass wir gesagt haben, die Bären müssen zeigen, dass sie die Kraft haben. Und wir brauchen einen Stundenschlusskurs unter der 12.175. Auch wenn viel jetzt um die Ecke kommt, ja, wie kommst du auf die 12.175? Das Tief ist doch bei der 88 oder non. Weil genau solche Nummern, solche Marken, so wie hier, beide nacheinander mal schön, ganz gerne sauber durchgefegt werden. Wie sagt Dirk immer so schön, da fehlt mir irgendwie noch eine Riesenschweinerei. Das war die Schweinerei hier heute, wenn ich seine Worte benutze. Und das ist nicht mein Jargon. Ich bin gewohnt, mich gewählter auszudrücken. Das sind Dirk seine Worte. Ich zitiere nur. Das hier war, Er hört nicht mehr zu, Thorsten. ja, das ist so, der hört nie zu. Kann sich ja die Aufzeichnung heute Abend im Bettchen anhören. Wir haben hier drunter, genau, wir haben einmal diese Tiefs hier in einer Linie und wir haben hier dieses Tief und das sollte nachhaltig durchschlagen werden nach unten. Der Move heute Morgen ging ratzfatz, der ist hier durchgeklatscht heute Morgen mit der 9 Uhr Kerze, dann ist der von oben nach unten einmal kräftig kurz durch vom Hoch 12.277 bis runter 12.175, um dann wieder zurückzulaufen bis zur 43. Danach die Bestätigung, damit wurde diese Linie hier komplett wieder bestätigt, dieses Tief nochmal bestätigt und damit war, als wir auch hier den Schlusskurs nicht darunter geschafft haben, erstmal die Logik zu erkennen, dass wir den Weg nach unten nicht direkt wählen, sondern wahrscheinlich sogar die Nummer einmal umkehren müssen. Ja, ich weiß, umdenken fällt uns Männern immer schwer. Ne? So, dass wir hier jetzt, und zwar sogar ziemlich zeitnah, einen schönen sauberen Kreuzwiderstand entwickeln, der heute Abend um 18 Uhr, also 17 Uhr nach unserer Zeit, verlaufen sollte bei 12.404. So, 12.404 bis 12, also bummelig 12.4. Dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir angefangen haben zu shorten. Wer unseren Blog liest oder gelesen hat, weiß, die 12.410 war die magische Marke. Die hab ich nicht nur alleine aufgerufen, sondern die passt sogar ausnahmsweise auch mit anderen Jungs zusammen, die diese Dinge handeln. Dirk schreibt nur, der sagt nichts. Stimmt. Könnten wir bitte den Dow kurz analysieren? Nee, können wir nicht. Weil den Dow handle ich anders. Wir gucken uns den gleich an, weil wir haben es aber erst 23. Wir gucken uns den Dow selbstverständlich gleich zusammen an, aber ich handle im Dow nur ein einziges Setup. Und dieses Setup, das können wir uns gleich angucken nach unserem Dow Pro. Das haben wir da. Ich habe heute Morgen unter dieser Nummer hier, unter dieser Kerze von gestern, habe ich eine kleine Position. Wieso ist mein Stop hier raus? Ah, ich habe die Strategie gewechselt. Ah, das natürlich. Genau. So, ich habe, wie ihr seht, nur drei Daus hier reingepackt. Diese Umkehrformation sollte auf jeden Fall erstmal für einen kleinen Schub nach unten sorgen. Nee, Dow ist nicht meine Baustelle, Erik. Ist wirklich da klassisch nach solchen Nummern. Wir sehen hier so eine Umkehrformation, sowas handle ich mal, oder so eine Umkehrformation, oder so eine Umkehrformation. So eine Sachen, die fasse ich einfach mal an, um dann Stop da oben drüber zu packen mit kleinen Positionen, weil wenn so ein Move kommen sollte, so wie hier, dann macht Kleinvieh auch ein bisschen Mist. Ne? Wie man sehen kann. Also, der DAX ist mit Vorsicht zu genießen. Ein Teil der Position ist wieder rausgeflogen. Wir haben noch nicht da unten aufgestockt. Wir haben heute Morgen die 75 aufgerufen. Das heißt, Schlusskurs unter der 75 sollte uns zum Aufstocken bewegen. Schlusskurs unter der 75 hatten wir nicht, also gab es auch noch keinen Grund aufzustocken. Jetzt kann man drüber nachdenken, ob,
wo habe ich ihn jetzt gelassen? Jetzt kann man darüber nachdenken, ob man Punkt A den nächsten Anlauf hier an dieser Linie nimmt. Da die Linie hier unten Wirkung gezeigt hat, sollte die auch hier oben Wirkung zeigen. Da wir die hier unten, so, da muss ich jetzt mal etwas genauer gucken. Dafür, fürs genaue Gucken braucht man ja eine Brille, ne? Ab einem bestimmten Alter. Nelson kennt das noch nicht, aber so, da wir diese Marke nach unten, also diese Linie nach unten, 12,220 durchschlagen haben um 50 Punkte, hätten wir auch eine Chance, diese Linie nach oben um 50 Punkte zu durchschlagen. Und von 12,368 hätten wir dann Luft bis zur 18. Also wir würden locker diese Nummer hier oben erreichen, um dieses Dreieck in beide Richtungen gleichzeitig zu verletzen. Genau diese Geschichte. So, wenn wir die Marke hier nach unten hatten, haben wir die gleiche jetzt nach oben. Und dann sollten wir hier, wenn wir hier zu einer Umkehr kommen, sollten wir die ganze Geschichte auch nach unten nochmal handeln könnte. Idealszenario dafür wäre jetzt für mich ein Lauf hier durch, hochschießen, von mir aus sogar 16 Uhr, 15:30, 16 Uhr, einmal da hochschießen, genau an diese Kante, zurückschießen, eine Umkehrformation bauen. Und dann die Kerze wieder hier drinnen schließen. Genau das gleiche, was er von unten nach oben gemacht hat. Das ist die gleiche Nummer jetzt von oben nach unten. Und dann genau hier darunter das ganze Ding dann aufstocken. Diese Nummer heute Morgen hier war ein absoluter Warnschuss. Wir haben es heute Morgen im Webinar auseinandergepflückt. Oder war es nicht verständlich genug? Heute früh, dann müsst ihr das sagen, dann wird das das nächste Mal noch schlechter machen. Waren die Setups so heute Morgen, wie wir sie gebracht haben, einigermaßen verständlich und handelbar oder? Ja, wenn du es sogar verstanden hast, Lutz, das will überreisen. Warum ging nur im Euro sehr klar, im DAX ebenso. Sehr schön, okay. Im Euro, den gucken wir uns jetzt mal noch so lange an, bis wir es um 15:30 Uhr haben. Ja, ich weiß, dass du long wolltest im Euro, was ja auch nicht zwingend. Meine Meinung interessiert ja auch den Euro nicht, sondern wir sehen, wir haben heute Morgen gesagt, wir nehmen mal den Spotmarkt da. Wo ist der? 5 Minuten. Da ist er. Da. Wir haben hier dieses gerissene Gap. Das durfte er schließen. Deswegen haben wir gesagt, der Stop muss über die 15. Es war nicht garantiert, dass so ein Gap geschlossen wird. Beim besten Willen nicht. Wir hatten auch genug Widerstände unterwegs. Aber die 15 war eine Nummer, die ziemlich hart gesotten war. Deswegen haben wir gesagt, die Stops müssen da oben drüber. Und wir haben unsere Zielbereiche. Mein Stop habe ich da oben direkt ganz knapp über diesem Zielbereich platziert. Tick genau angelaufen. Guckt euch das mal an. Heute Morgen der angelaufen, der angelaufen. Und jetzt der angelaufen, wenn der jetzt nicht hält, ist es nicht so schlimm. Die Position ist aufgestockt und wir kommen hier mit 9 Punkten aus der Nummer raus. Genau, stimmt nicht ganz. Mit 10 Punkten, 10,5 Punkten fliegen wir hier im Gewinn raus. Dafür mit der doppelten Positionsgröße. Alles gut. Wenn dieser Zielbereich hält, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, wenn wir wieder auf Short drehen, dass sie die gleiche Nummer nach unten macht. Und die gleiche Nummer nach unten würde genau 100 Punkte tiefer anfangen, nämlich bei 1,1423, 100 Punkte unter dem, wo er jetzt ist. Aber im Moment ist das Momentum stark genug, dass er erstmal ganz kurz
nach oben marschiert. So, jetzt gucken wir uns den DAO an. Wir haben, wo habe ich denn meinen DAO Pro hier gelassen? Na komm. Na komm. Klar gibt es solche Aussagen, dass der DAO seit Wochen zur Eröffnung um 15.30 Uhr da zur Eröffnung long geht, ist mir aber ziemlich egal, weil auf solche Geschichten, ob was er nur gestern gemacht hat, interessiert mich heute überhaupt nicht. Er darf long gehen, und zwar darf er bis zu 16.817 dürfte er nach oben marschieren, wenn es denn was bringt. Dazu muss er aber jetzt hier runter und in 5 Minuten hier eine Umkehrformation bringen. Meiner Meinung nach, wenn ich mir das im Daily anschaue, ist da die Puste erstmal raus, aber selbst zu 12.817 dürfte er laufen. Dann ist unser Setup aufgelöst. Unser Setup sagt, wir haben bestimmte Einstiegsbereiche hier und wir haben bestimmte Zielbereiche. Einstiegsbereich 1 haben wir jetzt da, den er jetzt anläuft. Einstiegsbereich haben wir unten hier im Bereich 714 bis zur 704. Also genau an diesen Tiefs hätten wir den Einstiegsbereich 2. Wenn er diesen Einstiegsbereich anläuft, erwarte ich, dass er dort unten in 5 Minuten uns eine Umkehrformation zeigt. Das heißt, in den Einstiegsbereich, wo er sich jetzt gerade bewegt, muss er eintauchen, muss dann dort anfangen zu schwächeln. Wenn er anfängt zu schwächeln, einen zweiten Chart aufmachen, im 1-Minuten-Chart und im 1-Minuten-Chart gucken, ob man eine schöne Umkehr kriegt, um sich dann dort einstoppen zu lassen und ein kleines Risiko zu fahren. Unser Bestreben ist ja immer, mit dem kleinsten Risiko reinzukommen. Mehr kann ich zum DAO nicht sagen. Ich bin kein DAO-Händler. Wir haben lediglich hier aus der Nacht hier diese Kante hier unten. Wir haben hier diese Hoch. Das ist meine Art, auf den Chart zu gucken. Wir haben hier dieses Hoch. Wir haben hier diese Zwischenhochs. Das formiert sich gerade hier zu einem klassischen Fake, Kurzfall 4 nach oben. Wenn die Kerze jetzt um 35 so schließt, haben wir ein bärisches Engulfing und dann ist die Long-Nummer auch erstmal wieder erledigt und kaputt. So viel dazu. So, ich warte jetzt ab, wie diese Kerze hier ausgeht und ich bin mit drei Dingern da drin, was soll's? Ist ja nur wirklich ein bisschen Spielkram, obwohl diese Kerze, wenn man die im DAO mal sieht, das ist ja eine Geschichte, die gefällt mir überhaupt nicht. 9,53 das High und das Low 7,66, also so eine 200-Punkte-Kerze am Tag, die legt er ja schon mal mit links hin. Ne? Da hat er ja schon mal richtig Spaß dran. Ich weiß, für Dirk ist das so eine Nummer, die handelt er lieben gerne. Meine Baustelle ist das nicht. Also ein bisschen Wohler ja ganz gut und schön, aber das muss ich jetzt nicht zwingend haben. So, wo haben wir jetzt meine... Da, und diese Kerze hier, die wird ebenfalls ausschlaggebend sein für die ganze Geschichte von heute früh. Mal gucken, was er überhaupt durfte oder darf. Da... Er durfte bis da hoch, Schlusskurs musste unter der 76,4 sein, die hat er ebenfalls gepackt. Also alles ganz gut und schön. Ich weiß, meine Webinare heißen oft Scalpen mit Systemen oder Scalpen mit Thorsten. Das ist diese Woche bei mir nicht der Fall, sondern ich bin ab morgen 3 Wochen im Urlaub und diese 3 Wochen, die bereite ich sauber vor. Eine fertige Analyse dafür findet ihr auf www.ufbas.de. Na komm, könnt ihr ruhig alles lesen, ist alles öffentlich. So, da
Das ist öffentlich. Hier könnt ihr die mittelfristige Analyse den öffentlich runterladen. Die habe ich vor einer Woche gemacht. Dann sieht man auch die Marken, die wir anlaufen wollen und was unser Plan ist, die nächsten Tage oder Wochen. Sie handeln vor allem den Euro-US oder schauen Sie sich Korrelationen dazu an? Nein, ist mir zu kompliziert, tue ich nicht, können andere machen. Ich bin reiner Händler, ich bin kein Analyst, ich benutze ganz einfache Werkzeuge. Wer wissen will, welche ich benutze und wie ich die anwende, sollte uns eine Mail schicken, dann kann er morgen Abend zu dem, wir machen morgen Abend technische Analyse, morgen Abend 18 Uhr ist dazu ein Webinar. Vielleicht kann Nelson ja den Link hier dazu reinpacken, wenn er das darf. Weiß ich nicht. Sonst mache ich das. Das kannst du gerne machen. Ach so, du nicht. Okay. Ach, da ist er schon. Super. Dann machen wir morgen Abend diese technische Analyse und dann könnt ihr sehen, welche Werkzeuge wir wie benutzen. Alles, was ihr hier seht, viel mehr verwende ich nicht, viel mehr benutze ich nicht, viel mehr kann ich auch nicht. Mir langt das auch für meine Zwecke. Also, zack, der Junge hier, mal gucken, ob er meine Position noch drinne gehalten hat. Eigentlich halten unsere Zielbereiche ganz gut. Super. Die Entscheidung bis jetzt, bis zu diesem Punkt, war die Entscheidung goldrichtig. Entweder hätte ich hier unten an der 02 aussteigen müssen, aber wir haben bei der 02 nochmal aufgestockt, haben wir heute Morgen erklärt, dass wir hier an der 02, diese Nummer haben wir benutzt zum Aufstocken. Stops mussten über die 15 wegen des Gaps, was ich gerade im Spot Forex erklärt habe. Gap Close wird oft vollzogen. Und darüber, jetzt bei der 22, 23 liegt unser Zielbereich. Deswegen musste ich mit dem Stop dorthin. Mit der aufgestockten Position kann ich es mir auch erlauben, ohne mein Tagesziel zu verletzen. Das heißt, hier oben, selbst wenn ich jetzt hier oben rausfliege, meine Position ist fast doppelt so groß wie üblich. Dort fliege ich entspannt mit meinem Setup raus. So. Durch diesen Move jetzt nach oben bewegen wir, und wir bewegen uns hier die ganze Zeit ganz entspannt in einem Aufwärtskanal. Diese Nummern hier können wir rausnehmen. Ich selber werde oder handle im Moment keine Long-Positionen, weder im Euro noch im DAX. Punkt A. Auch wenn man jetzt mit mir meckert, das interessiert dich nicht. Nein, das interessiert mich auch nicht wirklich. Aber Punkt A, laufen der Euro und der DAX im Moment ziemlich stabil parallel. Das heißt, wenn der eine fällt, fällt der andere auch. Und der eine zieht den anderen hinterher. Wir sehen es heute. Heute Morgen kurzes Abtauchen nach unten, danach stetes nach oben marschieren. Und der Euro zieht mit dem DAX ganz entspannt und ganz konstant mit. Was? Lass das den nicht hören. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ja. Wir sind unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Im Moment ist es leider grobe Richtung so. Korrelationen interessieren mich überhaupt nicht. Ich gucke mir das immer an. So wie heute kann man es ganz klar sehen. Wir haben ja eigentlich heute auch erst den Mittwoch. Und in Shortwochen ist der Mittwoch der Korrekturtag. Das heißt, in Shortwochen ist der Mittwoch der Longtag. Und das ist im DAX und im Euro in der Regel gleich. Da beide ziemlich stramm nach unten marschiert sind, dürfen auch beide korrigieren. Wir hatten ja immerhin gestern den Feiertag. Da ist ja genau die Problematik, die uns ja alles durcheinander gewürfelt hat. Dafür haben wir heute charttechnisch erstmal den Mittwoch. Hier müssen wir jetzt gucken, dass wir
den 5-Minuten-Kurs erwischen. Seit 2, 3 Wochen erzählen wir immer ganz konstant, Jungs, achtet bitte auf unsere Zielbereiche. An solchen Tagen oder in solchen Zeiten sind die Zielbereiche maßgeblich. Die heißen ja nicht umsonst Zielbereiche. Zielbereiche sind dafür da, um Ziele zu markieren. Hier heute Morgen, wir konnten sehen, einmal, zweimal, dreimal gescheitert. Deswegen war auch die Nummer dort eventuell zu long durchaus berechtigt. Wir haben heute Morgen gesagt, wir starten hier, zu shorten war berechtigt. Wir haben gesagt, wir starten da eine kleine Short-Position, um dann nach Euro Pro aufzustocken. So haben wir es heute Morgen kommuniziert. Die Aufzeichnung findet ihr in unserem YouTube-Kanal öffentlich und Nelson wird mit Sicherheit die Aufzeichnung von FX Let heute Morgen ebenfalls öffentlich stellen. Dann ist schon online. Ja, auch der Link zu deinem Webinar morgen ist natürlich, habe ich auch in den Chat kopiert, ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, insofern überhaupt kein Problem. Gemeinschaftsprojekt, ja. Innerhalb der EU ist alles Gemeinschaftsprojekt, ne? Was die eine eigentlich schafft, das lässt die andere liegen. Alles Gemeinschaftsprojekte, genauso. Du kennst dich aus. Ja, das ist wie eine ganz normale Ehe, ne? Ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt. Eine Ehe ist ja auch nur eine Verbindung, die dafür dient, Probleme gemeinsam zu lösen, die man alleine nicht gehabt hätte. Steht deine Frau neben dir, oder warum hast du das jetzt gesagt? Hallo, meine Frau steht immer hinter mir. Ich sagte neben, nicht hinter. Ja. Okay, das heißt, wir brauchen hier, wir haben vorhin gesagt, 5-Minuten-Chart, könnte das was werden? Wir haben hier die ersten Anzeichen in Form von, ich habe hier ein paar Teilnehmer aus dem letzten Seminar dabei. Was willst du damit sagen, Hunde, die bellen? Was ist das für eine Formation? Die letzten, die Jungs aus dem letzten, die beißen nicht. Aha. Genau. Das hier ist ein bärisches Harami, aber was ist an dem bärischen Harami jetzt hier so gefährlich? Michael ist ein kluger Fischkopf. Hans Hermann ebenfalls fast Fischkopf. Nee, wir sind, das ist nicht das Gefährliche, sondern bei den Formationen ist es immer so, dass man ein bärisches Engulfing kann man sich direkt darunter einstoppen lassen. Wenn man so einen Formationshandel betreibt, das heißt ein bärisches Engulfing kann man sich direkt darunter einstoppen lassen, den Stop über die Formation. So steht es im Regelwerk. Ich sage über die Formation mit etwas Luft, weil wenn die anderen Jungs ihre Stops da oben hinpacken, muss ich nicht noch meinen dazulegen, sondern dann lege ich mal ein paar Punkte drüber und gucke mir das Spiel von oben an, wenn die anderen abgeholt werden. Aber hier fehlt eindeutig die Bestätigung, weil ein Engulfing braucht keine Bestätigung. Bei einem Harami erwarte ich eine Bestätigung, und zwar in Form einer roten Kerze, und die hatten wir bis jetzt nicht. Und wenn das nämlich so ist, so wie jetzt, sag ich mal so, bescheiden läuft, so wie jetzt, Zielbereiche oben, Doppeltop, schalten wir mal um, wupp, da. Und wenn das nämlich so bescheiden ist, dann gucke ich mir das Spiel jetzt an, wie diese Kerze jetzt endet, muss aber dafür Minimum diese Bewegung nehmen oder diese und weiß, selbst diese Kerze, die darf bis dahin laufen, bis hier runter, wir sind jetzt am 50er Level, der darf bis ins 61,8er Level laufen. Erst ein Schlusskurs da drunter, das wäre mir mit dieser Kerze hier viel lieber gewesen.
die hier, wenn die schon mal drunter geschlossen hätte. Jetzt müssen wir diese Kerze abwarten, weil für mich ist der übergeordnete Chart nämlich ausschlaggebend dafür. Das heißt, 5 Minuten Schlusskurs will ich Minimum da drunter haben. Da. Zumal sich das auch mit diesem letzten Hoch deckt. Und dann kann er hier unten durchrauschen, zurück. Und dann bin ich erstmal in unsere Definition für Euro Pro. Und dann kann ich darüber nachdenken, eventuell noch Euro Pro aufzustocken. Solange muss ich mein Setup so laufen lassen und so stehen lassen, wie es hier ist. Diese Bewegung, die korrigiert er gerade bis in unsere Wolke und bis zur 61,8. Das bringt noch nicht so viel. Also hier ganz entspannt. Wenn ich hier was verpassen sollte, könnt ihr mich gerne darauf hinweisen. Oh, hier dasselbe hin und her. Bob, einmal oben von der 85 kommend bis runter an die 25. 30, also 55 Punkte runter, um dann wieder hochzulaufen. 30, 40 Punkte, mal wieder 25 runter und jetzt wieder hoch. Dieser Zielbereich ist durchschlagen, deswegen ist er unauffällig oder für mich überhaupt nicht relevant. Relevant ist es jetzt erst, wenn er diesen Zielbereich hier macht. Um ja hier nach Euro Pro jetzt ein Long Setup überhaupt zu ziehen oder ein Long Setup zu handeln, brauche ich Minimum einen Spike hier runter, da wir diese Tiefs hier haben, ich lege da mal eine Linie hin, da brauche ich einen Spike hier runter, idealerweise dadurch, um die Stops da drunter zu holen und dann wieder zurück. Wenn ich mir die Tageskerze angucke, selbst dann auch das Long Setup nach Euro Pro, es ist ja bei uns auch nur on the top. Es ist ja nicht unser Grundregelwerk, womit wir unseren Lebensunterhalt verdienen, sondern Euro Pro ist ja einfach nur, darf man hier nicht sagen, ne? Zum Spielen. Es ist einfach nur on the top, ein Regelwerk, was wir kennen. DAO Pro, genau, DAO Pro. Ist einfach nur DAO Pro. Ein einfaches Regelwerk, was dann haben wir das nur um diese Zeit handeln und auch nur eine Position. Das heißt, der müsste jetzt hier runterschießen, da unten rein. Ich sage nicht por. DAO Pro. So, also ich brauche hier runter entweder einen Lauf Minimum hier rein, dass ich sehe, hier wurden Limits geholt, hier unten in diesen Zielbereich rein, eine Umkehrkerze, dann würde ich mich da drüber einstoppen lassen. Das Idealszenario, hier unten ein Spike durch, eine Lunte sogar durch dieses Tief, hier durch diese Linie durch und dann wieder zurück. Dann würde ich drüber nachdenken, meine Short-Position zu schließen und eventuell nach DAO Pro zu longen. Wenn ich mir die Tageskerze angucke hier oder das Tageskerzen-Szenario angucke, gibt es überhaupt keinen Grund zu long. Immer wenn wir solche Formationen hatten hier, ist der Kurs immer erstmal 200, 300 Punkte nach unten marschiert und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch wesentlich höher, als dass er sich jetzt nach oben weiter ausbreitet. So. Und hier dürfte es das gleich, nee, noch nicht, gewesen sein. Ja, genau auf die Wolke aufgesetzt, das ist das, was ich vorhin meinte. Selbst diese Kerze würde mich nicht dazu bringen, hier zu shorten, sondern auch aufgrund dieser Formation, und heißt, ja, ist aber ein schönes Engulfing, du sagst immer, ein schönes Harami, du sagst immer, dieses Harami ist dann aussagekräftig genug. Deswegen habe ich das eben auch ganz kurz angerissen oder ganz kurz auseinandergepflückt und einfach nur dargestellt, warum ich auch hier Vorsicht walten lasse und den Schlusskurs da drunter haben will. Da drunter will ich einen Schlusskurs in 5 Minuten haben. Erst dann würde ich massiv wieder auf die Short-Seite gehen.
So, moin Thorsten, ich hatte dir eine E-Mail bezüglich des Trader-Club geschickt. Okay, Matthias, bekommst du? Schick mir das bitte nochmal per Mail. Ich bin vergesslich. Und heute durch den Wind. Dirk und der Nelson, die haben mich völlig geschockt. Die haben mich völlig aus der Bahn geworfen. Euro Pro, muss ich sagen, eine wirklich gute Sache, ja, weiß ich. Aber danke für die Blumen, da gerade von dir aus deinem Mund. Euro-US-Dollar hat ein großes Gap seit circa 1,5 Jahren offen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wie ist es geschlossen, bevor es zu neuen Allzeithochs geht? Langfristig gesehen ist das Macron-Gap. Also neues im Euro-US-Dollar, neue Allzeithochs. Also ich habe den Euro-US-Dollar schon gehandelt, da waren wir über 1,60. Bis wir dahin kommen. Puha! Ob das Gap da unten bei 1,07 in dem Bereich geschlossen wird, sehe ich inzwischen sehr vage, weil erstmal müssen wir dazu die 1,11 knacken. Im Moment haben wir Rücklaufpotenzial bis an die 1,11. Wenn wir das schaffen, ist schon mal eine ganze Menge gemacht worden. Wer lest euch bitte dazu mal unsere Analyse, wie gesagt, vom Wochenende durch, findet ihr unter www.ufbas.de. Die habe ich am vergangenen Wochenende veröffentlicht. Und dort hieß es, wir wollten ein Tief bei 1,1496 und dann den Lauf hoch 1,16, 1,1650 und von der 1,1650 der nächste Abmarsch nach unten. Die 1,1650 ist es nicht geworden, sondern knapp über der 1,16 hat der Junge dann gebremst. Da knapp da oben drüber war dann Schluss. Hier. Da haben wir das High 93. Also wir hatten noch etwas Luft bis nach oben, die er nur leider Gottes nicht geholt hat, weil da oben hätten noch ein paar Limits gelegen. Ich habe dann mein Setup etwas ändern müssen und dann ist es schwieriger aufzustocken. Wenn mein Plan so aufgeht, so wie ich ihn mir vorher hinlege, 1,1496 und dann 1,1650, wäre das eine ganz saubere Geschichte geworden, wäre aber auch zu einfach. So sind wir viel tiefer gewandert. Und deswegen darf er oder brauche auch nicht mehr so weit hoch. Er hat die 1,16 geholt und wir haben das Tief schon mal hier unten platziert im Bereich 1,1450, 1,1460. Das heißt 60 Punkte, 50 Punkte Unterschied. Deswegen können wir die 50 Punkte oben auch abziehen. Also der Lauf nach unten sollte gehen bis an erstmal die 1,1150, 1,11 circa. Und erst darunter kann man anfangen zu spekulieren. Fängt er sich bei 1,1150, 1,11, dann im Stundenchart beziehungsweise im Dailychart, fängt er sich da unten etwas, haben wir eine faire Chance, wieder bullisch zu denken. Kachelt er auch da unten durch und die 1,11 hält nicht. Dann haben wir was? Was haben wir heute Morgen auseinandergepflückt? Gucken, ob ich da, guck mal da. Dann marschieren wir nämlich Richtung Parität, weil wir haben hier dann eine Schulter und hier hätten wir einen schön ausgeprägten Kopf. So, wer schon mal in Mexiko weiß, ich nenne sowas ganz gerne Maya SKS. Und wenn wir diese Nummer nämlich kriegen und wir haben hier nach Regelwerk wäre das hier die Nackenlinie, demnach würde er jetzt hochmarschieren bis an die 1,20. Kann da hochmarschieren bis an die 1,20, wenn er hier die zweite Schulter ausbildet, kann man das hier als Fehlausbruch oder Fehlbruch nach unten, dann sollte es jetzt passieren und wir hätten ungefähr dann die Parität. Im Moment spricht weder wirtschaftlich noch fundamental noch irgendwas dafür, dass wir Richtung Parität irgendwo marschieren. Im Grunde genommen haben wir wirklich nur die 1,11 und maximal die 1,7. Die 1,7 ist aber dann schon langsam gefährlich, weil
Wir kommen von der 103 unten, um das mal ganz langfristig zu sehen, kommen wir hier von dieser Marke und so bis dahin stramm durchmarschiert. Und dann werden wir hier in diesem Bereich nämlich erstmal gestützt. Da. Bei der 1,1150 bis 1,11 ungefähr dieser Bereich, der sollte stützen. Und hier unten das Gap haben wir, muss ich die Brille aufsetzen. Das Gap haben wir zwischen der 1,08 und der 1,27, 80 Punkte. Ja, es ist ein Gap, aber es ist jetzt nicht so ein Riesenloch. Das wäre dann die 76,4, die ja anlaufen würde. Vielleicht mit einem Spike durch, das muss man sich dann angucken, wenn wir da sind. Noch denke ich überhaupt nicht in diese Richtung. Im Moment sind meine Ziele hier unten ziemlich klar. 1,1150 und 1,11, die würde ich ganz klar da unten definieren. Viel mehr erwarte ich auch nicht. So, wollen wir doch nochmal gucken, was unser Dow macht. Da. Schönes Ding, der scheint sich nach unten zu orientieren. Hier haben wir unsere Emma, die stützt. Mal gucken. Die Amis benutzen sowas liebend gerne als Sprungbrett. Wir haben eine schöne Bewegung nach oben vollzogen. Hier haben wir ebenfalls die Chance. Zack. Wenn man diese Nummer mal runterbricht, ebenfalls Schulter, Kopf und die Schulter. Dazu muss aber die Emma kaputt gemacht werden. Da tun sich die Amis immer sehr schwer. Wir haben sie heute Morgen mit links genommen, gegengelaufen, dopp, 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 durch, bestätigt und auf ging's nach oben. Wenn die Amis die Emma einmal zerlegen oder umgedreht, wenn die Amis die Emma einmal flach gelegt haben, dann wird sie auch ausgeweitet. Das heißt, wenn sie die einmal jetzt hingelegt haben, dann wird von unten noch einmal geguckt, ob sie richtig liegt und dann geht's auch massiv short. Wenn wir uns jetzt mit einem Stundenkurs, also jetzt mit der endenden 5-Minuten-Kerze da drüber halten und eventuell eine Umkehrformation kriegen, dann haben wir auch die Chance, dass die Amis das als Sprungbrett benutzen. Aber richtig massiv wird es dann erst auch über diesem Hoch. Yep, mein lieber Lotz, genau so ist es. So. Dow Pro, da, was haben wir gesagt? Was wollen wir haben? Wir wollen ein Spike hier runter. Allerdings ist die Kerze für unseren Handel absolut scheiße. Noch so ein Wort heute. Eieiei. Das ist Dirks Schule. Ich tut mir leid. So, ich habe gesagt, wenn wir in diese Bereiche eintauchen, dann Umkehr. So Momentum ist für uns nicht gut. Wenn eine Euro pro handeln will, das ist 59, dann muss er über diesen Kerzen sich seine Position hier holen. Im 5-Minuten-Chart müsste er sich über der 55 einstoppen lassen und hätte dann, muss den Stop unter die 26,7, 55 Punkte Stop, um damit bis zur 8,17, um 60 Punkte zu machen. CAV 1:1, kannst du knicken. Also geht das nur, wenn man zum 1-Minuten-Chart macht, dann kann man sich da drüber einstoppen lassen. So. Über der 18 einstoppen lassen. Stop muss trotzdem hier runter. Bei 20 Punkten Stop. Ziel ist das gleiche. Bei dem Momentum, was wir jetzt gerade haben, würde ich davon absehen. Und ich setze auch keine oder packe auch keine neue Position da rein. Egal. Außerdem ist es jetzt 16 Uhr. Jetzt schließen die Stundenkerze, 4 Stundenkerzen und. Und 16 Uhr öffnet mit einer roten Kerze
Das war's. Und genauso der DAX unter der Emma, unter meiner Emma geschlossen, die den ganzen Tag gehalten hat. Wenn wir jetzt diese Kerze noch da drunter halten, dann sehen wir eher neue Tiefs als neue Hochs. Und da auch, also die Positionen von oben werden gehalten. Und hier jetzt würde ich das Abrauschen nach unten ein Stück hier nach unten laufen lassen. So. Da sind wir im FIBO. Wir sollten jetzt Minimum diese Hochs hier nochmal bestätigen. Wenn wir von hier aus dann den Rücklauf kriegen an die Emma, würde ich bei 12,3 eventuell wieder aufstocken. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Fragen dazu? Mein Stop hält, ne? Noch. Also, Euro-Position, so wie sie sind, bleiben genauso drinne. Guckt euch unsere Zielbereiche an. Vielleicht überzeugen die ja den einen oder anderen doch, bei unserer Community ein bisschen mitzumischen. Mehr kann ich jetzt zu dem, was ich Hanni sagen. Es tut mir leid, dass wir diese Woche nicht scalpen, nicht diese kurzfristigen Dinge handeln. Scalpen kurzfristig würde ich jetzt hier im Euro-US-Dollar aufstocken, wenn ich nach 5 Minuten Chart einen Abwärtstrend habe und wir Euro pro handeln können. Aber unsere Zielbereiche, die wir hier drin haben, die werden jeden Morgen automatisiert um 7 Uhr, ab 7 Uhr angezeigt. Die sind zuverlässig wie, ja, zuverlässig wie ich. Guckt euch das mal an, wie die angelaufen werden. Zack, zack und dann schön unten, oben, unten, oben. Als Ziele sind die sehr sauber hier zu handeln. Wie man sieht, zack, zack, zack. Die könnten vielleicht den einen oder anderen auch überzeugen, da mal zu gucken, was die Jungs von Forex Pro Systeme hier auch machen. Okay, also, bevor der Lutz wieder sagt, ich schinde Zeit, nein, ich schinde keine Zeit. Noch sieht das alles nach Korrekturmuster aus. Hier drunter eine Linie, Schlusskurs, 5 Minuten. Da drunter, dann kann man davon reden, dass wir uns wieder Richtung Süden begeben. Also wir müssen erstmal unter die 1,15 sowas fallen. Diesen Bereich hier gerne durchschlagen mit Schlusskursen. Dann von mir aus nochmal einen Rücklauf kurz bestätigen. Und dann würde ich ein Euro pro Short Setup suchen. Long Setups sind für mich nicht von Relevanz. Dow Jones habe ich erklärt. Die Nummer lasse ich laufen. Wenn wir hier unten durchgehen sollten, da drunter, dann würde er auch hier massiv aufstocken. Dann habe ich auch ein gutes Polster geschaffen. Kann mal gehen, ne? Mit 3 Dachsen, 150 Euro an einem Nachmittag mal eben so. Das geht sehr gut. Das ist der Vorteil davon, dass das Ding volatil ist wie die Hölle. Und im DAX, wie gesagt, müssen wir ebenfalls abwarten, dass wir die Emma unten von unten zum Halten kriegen, dass die nach oben schön deckelt, dass sie ihn nicht kaputt machen. Viel mehr kann ich euch heute nicht erzählen. Will ich auch gar nicht. Morgen Abend, wie gesagt, den Link hat Nelson hier vorhin eingefügt für alle. Ansonsten schickt uns eine Mail, dann schicken wir euch den nochmal zu. Morgen Abend werden wir ein bisschen mehr darüber erzählen, wie wir technisch an die ganze Geschichte rangehen, uns unsere Marken rauszuholen. Guckt einfach bei uns mal durch den Blog oder guckt bei uns einfach mal in den YouTube-Kanal. Dort findet ihr bummelig 1000 Videos, wo ihr unsere Marken sehen könnt. Im Blog könnt ihr die nachlesen. Ich glaube, rückwirkend bis 2013 oder so kann man das Ding verfolgen. Guckt einfach mal nach, wie wir arbeiten. Vielleicht können wir den einen oder anderen jedoch davon überzeugen, dass wir eventuell ein Stück gemeinsam zusammenpassen. Beachten Sie die ADPs? Nein, ich beachte nichts. Ich verlasse mich nur auf mich selbst. Adipolitas.
Okay, auch wenn es jetzt nicht so zum Live-Handel hier kommt, so wie es aussieht, was ihr vielleicht erwartet habt, aber ich bereite meine Position vor, dass ich die nächsten 3 Wochen durchlaufen lassen kann. Das heißt, im Euro 1,11 und im DAX haben wir massive Marken 11,8, 11,4, 10, 8, 9, 9 und 8,7, 8,4. Das sind unsere Marken, die er nach unten abarbeiten soll. Und ich werde die nächsten 3 Wochen ansonsten die Augen vom Chart lassen, soweit es geht. Und darauf will ich mich vorbereiten, das ist für mich viel wichtiger. Okay, in diesem Sinn will ich mich jetzt auch verabschieden, es sei denn, es sind noch Fragen offen. Nelson, können wir noch irgendwie über einen Abseits reden oder Elfmeterregeln oder eine Ecke oder so? Können wir gerne machen, aber ich glaube, viel interessanter ist vielleicht noch der Hinweis, dass wir auch ein Live-Trading-Event auf der WOT haben. Das könnte vielleicht mal noch erwähnen, am Ja, 22. November. am Mit 22. dir. November. Am Mit dir 22. natürlich. Ja, das ist der Donnerstag, wenn ich mich jetzt nicht Ich glaube, du hast irre. dich in der Woche vertan, ne? 22. Echt? November. Ja, ich hoffe, du hast dich nicht in der Woche vertan. Da Hör muss ich mal, meine Frau das leider am. fragen. Nicht, dass ich das Hotel eine Woche vorher gebucht habe. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, nicht, dass am 29. da schon da auftauchst. Ein bisschen spät. Nee, eine Woche vorher. Eine Woche vorher? Nee, 22. mein Lieber. Okay. Egal wann, ist ja meine Sitzung. Schlafe. Scheiße. Den Link habe ich auch nochmal reinkopiert. Schauen Sie sich mal an, da die Infos mal an, die Referenten, die wir dann vor Ort haben. Wie gesagt, Thorsten ist natürlich auch dabei und der Kilger unter anderem. Und als Live-Kunde ist das Ganze für Sie auch kostenfrei. Ja. Ansonsten ja, bedanke ich mich bei dir, Thorsten, für das Webinar heute. Premiere tatsächlich, dass wir am Nachmittag mal ein Webinar zusammen machen, beziehungsweise hier Live-Trading. Und freue mich, dass man dich auch noch überraschen kann. Und Ja, man kann mich überraschen, sogar mit Klamotten. ja, also die Aufzeichnung wird auf jeden Fall sehr lustig, denke ich. Und ja, ich bedanke mich natürlich selbstverständlich bei den Teilnehmern, dass sie auch heute beim zweiten Termin wieder dabei waren. Und wünsche Ihnen natürlich noch eine schöne Restwoche. Morgen natürlich kommt vielleicht Bewegung rein mit den News, NFPs. Da haben wir auch ein Live-Webinar mit Dirk zusammen. Und Heiko Behrendt. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf Ihre Position auf, Thorsten, falls Sie uns nicht mehr hören. Schönen Urlaub und bis demnächst. Ja, alles klar. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke. Okay, euch allen schönen Nachmittag und bis morgen Abend eventuell. Und ansonsten, so wie Nelson schon sagte, auf der WOT Pre-Konferenz Live-Trading morgens. Also gut, für die Jungs ist es morgens, für mich ist es mittags. Ich fange erst 8:45 oder so weiter an, da bin ich ja schon wieder müde. Live-Trading, wenn Dirk die Retourkutsche kriegt. Ich habe jetzt 4 Wochen Zeit oder 5 Wochen Zeit, mir eine Schweinerei auszudenken. Alles klar. Alles klar, bis dann, ciao. Dann. Jo, danke, ciao.